Herzlich willkommen zu meinem Spot-Report in Sizilien und hier vom ultimativen Flachwasserspot Marsala. Wir sind von Köln mit dem Kastenwagen die Westküste Italiens bis Sizilien angereist und haben an diesem reizvollen Spot ein paar Tage Halt gemacht. Das Video beschränkt sich auf einen reinen Spot-Report, da wir keinen Flug oder Unterkunft gebucht haben. Die Distanz von Köln aus beträgt 2440 Kilometer und ist gut innerhalb von 48 Stunden machbar. Idealerweise kann man aber auch mit dem Flugzeug in 2-3 Stunden ins 95 Kilometer entfernte Palermo anreisen. Aber kommen wir direkt wieder zum Surfen in Marsala. Hier befindet sich Europas größte Flachwasserlagune mit 6 Kilometer Länge und 3 Kilometer Breite sowie einer sensationellen Wassertiefe von nur 30 bis 120 Zentimetern. Diese im Schnitt knietiefe Wasserhöhe ist auch der Grund, weswegen Marsala auch bei allen Windrichtungen funktioniert. Im Örtchen Lostagnone ist der Hauptspot des Geschehens. Ein Geheimtipp ist dieser Spot schon lange nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum es hier über 36 Kite- und Windsurfschulen verteilt am Ufer gibt. Die vorherrschende Windrichtung ist im Sommer der Mistral, der aus Nordwest als thermischer Wind super funktioniert. Aber bei allen anderen Winden geht es hier genauso prima. Gehen wir aber mal mehr ins Detail und zu dem Uferabschnitt, wo wir unser Basecamp aufgeschlagen haben. Apropos Ufer, hier gibt es absolut keinen Strand innerhalb der Lagune. Nur am nördlichen Ausgang hat es einen Flecken Sandstrand zum offenen Meer, wo man auch mal schwimmen gehen könnte. So ihr Lieben, hier sind wir in Kaithausen. Einem der tollsten Kitespots hier in Sizilien. Hinter mir kommt Matteo, der hier das Ganze managt. Ein wunderbarer Platz hier, um aufzubauen, um zu starten. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal auf dem Wasser an. Viel Spaß! Ja, los geht es mit meinem 12er Kite am Steg vorbei in Richtung Insel. Das, was ihr gerade seht an Kite- und Windsurfern, ist natürlich nicht repräsentativ. Denn zu Zeiten von Corona und den erst vor 2 Wochen geöffneten Grenzen nach Italien ist hier nämlich überhaupt nichts los. Und das Ganze gleich einem fetten Sechser im Lotto. So, ich versuche jetzt mal um die Insel herum zu fahren. Die Windrichtung müsste so sehr gut passen. Wir schauen mal, was das wird. Die beste Reisezeit ist Mitte April bis Ende Oktober. Aber selbst im Winter gibt es hier viele Wasserkilometer abzureiten. Durch das Marsala kein Starkwindrevier ist und mit seinem endlos wirkenden Stehgewässer eine hohe Sicherheit bietet, ist der Spot gerade für Kinder, die Kite- und Windsurfen lernen möchten, ein idealer Spielplatz. Foiler und Wellenreiter haben innerhalb der Lagune keine Chance. Aber im 50 Kilometer südlich gelegenen Spot Pozzitedu befindet sich einer der besten Wavespots in ganz Italien. Und im nur 2 Kilometer nördlich von unserem Standort entfernten Ausgang geht es direkt ins offene Meer und Foilen ist dort kein Problem. Ach ja, gelegentlich hat es hier so flache Stellen, dass sie mit Steinen und Stangen im Wasser gekennzeichnet sind, also diese besser etwas mit Abstand umfahren. Bedeutet natürlich Höhe laufen ohne Ende, aber von nichts mit nichts, sage ich euch. Da hier alles noch ein bisschen ländlicher und ursprünglicher ist, kommen die Punkte Familie, Shopping und Party etwas kurz. Aber was Kultur und tolle Ausflüge angeht, kann man hier einiges erleben. Jetzt geht es ein paar Meter schön den Downwind entlang und wie ihr gleich sehen werdet, ist es unterhalb der Insel geschickt, etwas weiter Abstand zu halten. Bei dem kleinen Bogen ging mir nämlich wegen der Abdeckung der Wind aus. Jetzt ziehe ich wieder Höhe und komme an einen sehr flachen Bereich, in dem es noch eine kleine Demonstration der Locals für meine Kamera gibt.
Nach 16 Kilometer habe ich meinen Startpunkt wieder erreicht. Werde jetzt meinen Trekker und die GoPro ablegen und mich selbst noch ein bisschen ans Springen machen. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich darüber. Eine extra SUP-Tour, die wir hier bei Windstille gemacht haben, findet ihr in einem anderen Video von mir. Bis zum nächsten Spot-Report.